Bereits zum 24. Mal fand heuer das Tennis Open in Bad Leonfelden statt. Und auch diesmal kamen viele hochkarätige Spieler aus ganz Österreich und darüber hinaus in die Mühlviertler Kurstadt. Hin und her ging es auf dem Tennisplatz beim Sporti Bad Leonfelden. Mit dabei waren nicht nur die Spieler, sondern auch interessierte Zuschauer, die das Treiben gespannt verfolgten. Unter der bewährten Turnierleitung von Stefan Dollhäubl-Lehmann ging das 24. Tennis Open heuer über die Bühne. Wir haben 34 Herren und 14 Damen am Start. Wir würden uns wünschen, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Damen haben, aber sind recht zufrieden, besonders mit der Qualität der Spieler. Sektionsleiter Peter Peersdorfer darf auf ein gutes Fundament im Tennis in Bad Leonfelden aufbauen und sich jedes Jahr auf hochkarätige Teilnehmer freuen. Das Tennis Open ist Kategorie 2 und Kategorie 3 Turnier bei den Damen. Und wir haben eigentlich vor ca. 20 Jahren einmal eine sehr gute Generation gehabt an Tennisspielern. Die Tennissektion war sowieso immer sehr stark. Und in der Region gibt es eigentlich kein anderes Turnier in diesem Format. Und deswegen fühlen wir da eine Lücke, die wir gern weiterhin betreuen. Die Spieler, aber auch Ehrengäste kommen immer wieder gerne zu diesem Turnier. Da gehört ganz schön viel dazu, dass man so ein Event organisiert. Man braucht, also es ist das 24. Tennis Open, gesponsert vom Latino. Und da muss man im Vorfeld ganz schön viel organisieren, damit eben auch so hochkarätige Tennisspieler nach Bad Leonfelden kommen. Da gehört das Hospitality dazu, wo man die Leute unterbringt. Es gehört der Platz organisiert, es gehören die Helfer organisiert, es gehört rundherum wahnsinnig viel gemacht. Und da dürfen wir den Veranstalter gratulieren. Das haben sie hervorragend gemacht. Ja, Tennis war für mich speziell in der Jugend. Bin ich quasi speziell in die Ferien am Tennisplatz aufgewachsen. Das war mein Sportort im Jugendalter. Es war immer gerade ein Spaß. Eben früher war es halt nur oben im Ort, aber der Tennisplatz da unten ist auch sehr gelungen, sage ich mal. Und gerade das Turnier jedes Jahr wieder. Die Tennisspieler sind viel bei mir und es ist ein richtig nettes, familiäres Turnier. Und darum hat es eigentlich ganz gut gepasst. Es ist super organisiert, super Plätze, super Turnierleitung, coole Fans. Das gefällt mir sehr gut. Dass halt immer alle richtig nett sind. Sie geben sich richtig viel Mühe, dass es gut ausgetragen wird. Und das, ich war letztes Jahr auch schon da und es ist immer cool, da wieder herzukommen. I love playing here. Ich liebe es, hier zu spielen. Es läuft fair ab und es sind auch alle sehr nett. The people here who are watching were really nice too. Das Hotel Falkensteiner ist ja jetzt general überholt worden und hat nur mal ein Scheiferl draufgeklickt von der Qualität. Die bringen uns immer den spielstärksten Herrn und die spielstärkste Dame kostenlos unter und das zieht die besten Spieler dann an. Wenn ich auch noch erwähnen möchte, ist das Hotel Sommerhaus. Das ist auch eine Besonderheit von dem Turnier, dass wir sozusagen für alle Spieler, die Bedarf haben, Logis anbieten, kostenlos, und das Hotel Sommerhaus stellt es zur Verfügung. Ein hochkarätiges Turnier, wo vieles für die Spieler geboten wird. Und einige Besonderheiten sollten noch erwähnt werden. Es gibt zum einen natürlich Preisgeld. Bei den Herren liegt es bei 580 Euro, also schon ganz ordentlich. Zum anderen geht es natürlich für die Spieler vor allem um Ranglistenpunkte. Und da wir ja eine sehr hohe Kategorie sind, Turnierkategorie sind, gibt es auch viele Punkte zu gewinnen. Und deswegen kommen die guten Spieler. Und was unser Turnier vielleicht auch noch auszeichnet, ist, dass wir feinen Abschluss haben für die Sieger. Und zwar haben wir Pokale aus Brioche, die gebacken wurden von der Bäckerei Ritter. Und das gibt es sonst auch bei keinem anderen Turnier.